Ich sitze heute hier mit Kai von Deal Circle. Hallo Kai. Hallo Mathe, freut mich. Was machst du, Kai? Ich bin Gründer von Deal Circle, einem Matchmaking-Tool für Unternehmensnachfolgen. Was heißt denn das ganz konkret? Das heißt ganz konkret, dass wir eine sehr, sehr große Datenbank betreiben, die Unternehmensverkäufer und Unternehmensnachfolger zusammenbringen. Das heißt also, wenn ich jetzt keine Idee zum Gründen habe, aber eigentlich gerne Unternehmertum machen möchte, dann könnte ich zum Beispiel zu euch kommen und überlegen, ob ich ein Unternehmen einfach übernehme. Ganz genau richtig. Also man muss sich so vorstellen, dass in Deutschland jedes Jahr fast 200.000 Unternehmen ihre Unternehmensnachfolge regeln müssen. Eine gigantische Zahl, die vielen Menschen so gar nicht bewusst ist. Die Hälfte davon wird innerhalb der Familie geregelt, die andere Hälfte, das heißt immer noch gut 100.000 Unternehmensnachfolgen, die außerhalb der Familie geregelt werden. Und das heißt dann in den meisten Fällen ein Verkauf. Das ist ja Wahnsinn, das ist eine riesengroße Zahl. Und das heißt also, der Vorteil liegt ja wahrscheinlich darin, dass es eigentlich schon ein Geschäftsmodell ist, was schon bewiesen ist. Da gibt es wahrscheinlich auch Kunden. Oder was sind noch andere Vorteile eigentlich von der Nachfolge? Ganz genau richtig. Also man startet nicht bei Null, sondern man hat den Erfahrungsschatz sowohl des Altinhabers natürlich, den man mit reinbekommt. Man hat bestehenden Kundenzugang. Man hat den altbekannten Product-Market-Fit, wo jedes Startup immer lange nachsucht oder manche länger, manche weniger lange suchen. All das hat man schon. Das heißt, man ist mit einem bestehenden Produkt in einem bestehenden Markt aktiv, hat Kundenzugänge, generiert bereits Umsätze und hat einen großen Erfahrungsschatz, auf den man zurückgreifen kann. Mega cool. Und wem würdest du eine Unternehmensnachfolge empfehlen? Ich glaube, das ist höchst individuell. Also erstmal ist, glaube ich, bei Nachfolge oder auch Gründertum das Wichtige, dass man einfach Lust darauf hat, etwas Eigenes zu schaffen und selbst Unternehmer zu werden und selbst eine Vision voranzutreiben. Ob man das dann über eine eigene Idee auch macht, wenn man diese Idee hat, super gerne. Ja, dann sollte man etwas gründen und versuchen, dieses Problem damit zu lösen, was man im Markt gesehen hat. Wenn man aber gerne Unternehmer sein möchte, aber diese zündende Idee nicht hat oder vielleicht auf ein bestehenderes Unternehmen zurückgreifen möchte, dann sollte man sich mit einer Nachfolge beschäftigen und eben ein altbekanntes Unternehmen dann kaufen. Sehr cool. Jetzt sind wir ja gefühlt in relativ unsicheren Zeiten, was die weltpolitische und auch die ökonomische Zeit angeht. Glaubst du trotzdem, dass es eine gute Zeit ist, zu gründen oder eine Unternehmensnachfolge anzugehen? Ja, ich glaube, die richtige Zeit zum Gründen ist immer, wenn man darauf Lust hat und wenn man die richtige Idee hat. Oder andersrum formuliert, wenn man weder noch hat, also weder Lust noch Idee, dann kann die Wirtschaft noch so gut laufen und dann können die Zinsen wieder bei 0% sein, dann macht es keinen Sinn. Insofern ist es, glaube ich, eine sehr, sehr individuelle Entscheidung, die jeder für sich beantworten muss, ob es sich richtig anfühlt. Und da muss man, glaube ich, versuchen, die Rahmenbedingungen erstmal auszublenden, natürlich in die Gesamtkalkulation mit einzubeziehen. Ja, irgendwo spielt es natürlich eine Rolle. Auf der anderen Seite sollte man sich davon nicht abhalten lassen und auf den einen richtigen Zeitpunkt zu warten. Denn nach den multiplen Krisen, die wir in der Vergangenheit hatten, ob jetzt der richtige Zeitpunkt nächstes Jahr, übernächstes Jahr oder in 10 Jahren ist, das weiß niemand. Und ich glaube, da würden sich viele ärgern, wenn sie so lange warten würden. Ja. Stimme ich dir voll zu. Jetzt kommen wir mal auf Deal Circle zu sprechen. Wann habt ihr gegründet? Wir haben Mitte 2018 gegründet, also vor ziemlich genau 6 Jahren. Und seitdem ja eine beeindruckende Wachstumsgeschichte hingelegt. Mit Höhen und Tiefen, aber wir sind sehr zufrieden, ja. Eine Frage, die ich an dich habe. Viele Gründerinnen und Gründer kommen immer auf mich zu und denken, sie sind irgendwie alleine. War das bei euch der Fall oder hattet ihr auch Hilfe von außen? Wir haben uns Hilfe gesucht. Also mein Mitgründer und ich, wir haben zu zweit gegründet. Ich glaube, das ist meistens eine gute Idee, nicht alleine zu gründen. Wenn man alleine gründet, ist man aber auch nicht alleine, so wie das klingt. Denn man hat idealerweise immer in seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis, Arbeitskollegenkreis Menschen, die vielleicht nicht selbst gegründet haben, aber die zumindest den Markt einigermaßen kennen, in dem man versucht, etwas zu gründen, die vielleicht mit ähnlichen Problemen sich auseinandergesetzt haben. Ich mache ein Beispiel. Bei uns war das so, wir sind beide keine ITler. Ja, wir sind BWLer und haben von Tech keine Ahnung. Sonst haben wir ein Tech-Unternehmen gegründet. Also haben wir uns natürlich überlegt, wen kennen wir, der vielleicht Informatiker ist, der Entwickler ist, der CTO oder auch CPO bei einem Unternehmen ist und haben uns dann dort Input geholt, um darüber zu verstehen, wie baut man ein Tech-Unternehmen auf. Und insofern, glaube ich, darf man auch das nie als Ausrede für sich zählen lassen, dass man das Gefühl hat, Mensch, ich bin doch ganz alleine, ich weiß alles nicht. Sondern wenn man das wirklich möchte, dann muss man sich den Input holen. Mega cool. Und glaube ich, echt komplett der komplett richtige Weg. Jetzt wart ihr letztes Jahr ja Nominierte für den Deutschen Gründerpreis. Wie war das für euch? Das war eine ganz tolle Reise für uns. Also wir haben uns aus einer Laune heraus angemeldet für den Deutschen Gründerpreis und waren dann im Grunde Runde für Runde immer wieder total hyped und begeistert, wenn wir dann eingeladen wurden in die Top 100 und dann irgendwann ging es Richtung Top 10 und dann wurden die Interviews geführt. Und als dann die Nachricht kam, dass wir in den Top 3 sind, mit all dem, was dann damit einherging, das war mal bombastisch für uns. Cool. Und was hat es euch letztendlich gebracht? Ich würde es auf zwei Dinge beschreiben. Zum einen
war es marktseitig für uns eine sehr, sehr große Bestätigung, dass wir an der richtigen Sache arbeiten. Ja, also gerade diese M&A- und Nachfolgeszene, die ist relativ klein. Und viele Marktteilnehmer waren uns sehr, sehr dankbar, dass wir das Thema Unternehmensnachfolge in Deutschland damit auf eine recht große Bühne gehoben haben und dass wir dieses gesellschaftliche Problem damit präsent gemacht haben. Und natürlich hat es dann gleichzeitig auch unsere Marke weiter gestärkt und die Glaubwürdigkeit unserer Marke und von unserem Unternehmen in diesem doch sehr, sehr konservativen Markt, in dem wir da agieren, weiter gefestigt. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich die interne, bei uns im Bereich Employer Branding und Motivation unserer Mitarbeiter. Und auch das darf man nicht unterschätzen, was das für eine neue Energie innerhalb der Mannschaft auslösen kann, wenn dann so eine externe Bestätigung davon kommt, dass man da in einer guten Sache arbeitet. Ja, sehr cool. War bei uns damals genauso. Beides echt absolut deckungsgleich. Und ihr habt ja auch dann noch Training vom Gründerpreis bekommen und auch Consulting von Porsche Consulting. Wie war das? Genau, also das war in der Tat eine ganz große Bandbreite, die wir da bekommen haben, sei es das Medientraining vom ZDF, was eine sehr, sehr tolle Erfahrung war und wo wir hoffentlich auch ein bisschen was daraus mitgenommen haben. Und dann in der Tat das Beratungsprojekt von Porsche Consulting, was für uns eine Riesenhilfe war. Also die Kollegen von Porsche Consulting waren dann Ende letzten Jahres viele Wochen bei uns vor Ort. Wir haben gemeinsam ein Problem definiert, das dann eben das Porsche-Team erarbeitet hat und da wirklich eine Lösung bei erarbeitet hat, die aktuell in der Umsetzung ist. Also das war für uns ein strategisch hochrelevantes Thema, das ausgearbeitet wurde und was wir jetzt gerade operativ selbst eben umsetzen. Und noch ein abschließender Satz von, wie ist Gründen für dich? Würdest du es nochmal machen? Würdest du es anders mit anderen Menschen empfehlen? Ich würde es immer empfehlen, das zu machen. Und gerade wenn man das Gefühl hat, man kennt den Markt ganz gut, man hat eine Idee, man hat ein Problem identifiziert, just do it und versuch's einfach. Cool. Herzlichen Dank, Kai, und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön.